begrüße euch zu Lausitz TV am Donnerstag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Vormittag kam es auf der Landstraße zwischen Cottbus und Briesen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw waren miteinander kollidiert. Eines der Fahrzeuge kam dabei von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Die Unfallursache ist nicht bekannt. Die Lea-Gruppe erwirbt zur Erweiterung des Produktions- und Angebotsportfolios ihres Veredelungsbetriebes die Wismar Pellets GmbH. Das Unternehmen mit insgesamt 110 Mitarbeitern, die vom neuen Eigentümer übernommen werden, produziert in seinem Stammwerk jährlich etwa 256.000 Tonnen hochwertige Holzpellets für die Erzeugung von grüner Wärme und grünem Strom. Damit setzt das Unternehmen seine Transformation zu einem der größten Produzenten für grünen Strom, Wärme und Brennstoffherstellung weiter fort. Die LEAG macht es vor, weg von der Braunkohle. Doch mit dem Kohleausstieg treten auch Probleme bei der Wasserversorgung unserer Region zutage. Mit dem geplanten Kohleausstieg muss kein Wasser mehr aus Tagebauen abgepumpt werden. Doch das fehlt dann, um die Spree in Trockenzeiten zu stützen. Denn etwa die Hälfte des Wassers in der Lausitzer Spree kommt aus Braunkohletagebauen. Dadurch wird die Spree seit rund 150 Jahren kontinuierlich mit zusätzlichem Wasser versorgt. Damit die Spree auch in Zukunft nach dem Kohleausstieg ausreichend Wasser führt, braucht es eine Kombination aus mehreren Maßnahmen. Das zeigte eine Studie, die das Umweltbundesamt bei der zweiten Wasserkonferenz vorgestellt hat. Laut der Studie müsste die Spree in Zukunft Wasser aus den Flüssen Elbe, Neiße und Oder zugeleitet bekommen. Das würde aber nur dann funktionieren, wenn es Speicherkapazitäten gäbe. Speicher sind beispielsweise die sächsischen Talsperren Bautzen sowie die Talsperre Spremberg. Doch die reichen laut Studie bei weitem nicht aus, um den Wassermangel in der Spree auszugleichen. Deshalb braucht es ein Speichernetzwerk aus zahlreichen ehemaligen Tagebauen. Auch der Cottbusser Ostsee müsse mit dem Maßnahmenpaket eingebunden werden. Nach den positiven Meldungen für das CTK Anfang der Woche freut sich das Klinikum jetzt über ein Upgrade für das hauseigene MRT. Der Magnetresonanztomograph wird aufwendig modernisiert. Dadurch wird eine bessere und schnellere Bildgebung gewährleistet. Das Ärzteteam ist so in der Lage, genauere Diagnosen und damit bessere Therapien zu verordnen. Mit dem neuen MRT werden auch hochkomplexe Herzuntersuchungen möglich sein. Ein weiterer Vorteil für die Patienten: die Untersuchung kann künftig schneller erfolgen und ist damit noch weniger belastend. Gestern hieß es: Achtung Verkehrskontrolle auf der Bahnhofsbrücke. Doch dieses Mal waren nicht die Autofahrer im Fokus. Einmal anhalten und absteigen bitte. Den Satz hat am Mittwoch so manch eine Fahrradfahrerin oder auch Fahrradfahrer zu hören bekommen. Ziel der Kontrolle an drei Standorten war es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Nicht nur Fahrräder, sondern auch E-Scooter hatte die Polizei dabei im Visier. Vor allem wurden Verkehrsteilnehmende gestoppt, die auf der falschen Seite fuhren. Auch Personen, die Kopfhörer trugen, wurden belehrt. Denn immer wieder kommt es zu Unfällen durch das Nicht-Einhalten von Verkehrsregeln. Ja, das Polizeirevier Cottbus beteiligt sich heute an der landesweiten Aktion Komplexkontrollen der Zweiradsicherheit. Das heißt, insbesondere werden heute Fahrradfahrer ins Visier genommen, auch E-Scooterfahrer. Ganz einfach aus der Geschichte heraus, dass die Unfallzahlen zwar im letzten Jahr rückläufig gewesen sind, wir aber immer wieder verzeichnen mussten, dass wir einen Anstieg im Bereich der verletzten Fahrradfahrer feststellen mussten, hinnehmen mussten. Das wollen wir so ohne weiteres nicht tatsächlich hinnehmen, sondern wir setzen uns heute aktiv ein in Komplexkontrollen, um die Zweiradfahrer, also sprich die Radfahrer, zu sensibilisieren. Für diese Radfahrende ging es dann zu Fuß weiter. Glück haben sie trotzdem gehabt. Wer als Geisterfahrerin oder Fahrer erwischt wird, muss normalerweise mit einem Verwarngeld in Höhe von mindestens 20 Euro rechnen. Gestern blieb es jedoch bei Mahnungen für alle Betroffenen. Nach Corona können Mitgliederversammlungen wie diese gestern Abend beim Stadtsportbund Cottbus endlich wieder in Präsenz durchgeführt werden. Der Einladung der Sportfamilie folgten viele Mitglieder der 144 Vereine, die im Stadtsportbund organisiert sind, gern. Der Stadtsportbund Cottbus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Mit knapp 23.000 Aktiven konnte die Mitgliederzahl des Vorjahres stabil gehalten werden. Über den Zuwachs im Kinder- und Jugendbereich freut man sich sehr. Sport für alle ist das Motto des Stadtsportbundes. Eine Sache zeichnet den Verein besonders aus.
Es ist sehr aktiv und aktiv in der ganzen Breite, also nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch darüber hinaus. Das ist ein gesellschaftlicher Faktor in der Stadt Cottbus, aber auch ein Initiator für die Region, also auch für die umliegenden Landkreise. Er beteiligt sich an ganz vielen Aktionen und er unterstützt natürlich, jetzt kommen wir zurück zum Sport, die Sportvereine. Er hat immer eine gute Idee, er hat immer, ich sage mal zumindest ein offenes Ohr und versucht auch überregional bestimmte Sachen zu regeln. Und da können die Cottbusser Sportvereine doch sehr froh darüber sein, dass dieses Engagement da ist. Für ein solches Engagement braucht es viele aktive Mitwirkende sowie Sportlerinnen und Sportler. Für ihr außergewöhnliches Engagement wurden Astrid von Moorstein, Claudia Schwitala und Steffen Zernig mit der Ehrennadel des Stadtsportbundes gewürdigt. Schon zum mittlerweile 19. Mal zeichnet der Landessportbund gemeinsam mit Lotto Brandenburg die Sportsympathiegewinnerinnen des Jahres aus. Dieses Mal geht die Trophäe an ein Duo vom SC Cottbus Turnen. Kerstin Kiesling nahm den Preis für sich und ihre Kollegin Annalena Köpper entgegen. Mit Preisen wie diesem werden die Verdienste der Ehrenamtlichen ausgezeichnet, die sich größtenteils hinter den Kulissen um die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler kümmern. Das kommt nicht nur den Aktiven zugute, sondern der ganzen Stadt. Denn wir sind ja eine Sportstadt. Und je mehr Auszeichnungen hier in dem Bereich passieren, umso erfolgreicher sind wir ja. Weil es kommt ja nicht von ungefähr. Da sind ja vorher Wettkämpfe passiert auf internationaler Ebene, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und da sind Medaillen gewonnen worden. Und das ist natürlich für eine Sportstadt wie Cottbus ein Aushängeschild. Ja, dass unsere Sportlerinnen und Sportler machen die Stadt ja in der ganzen Welt bekannt. Ja, nicht nur Energie Cottbus hat uns sehr bekannt gemacht, aber eben auch unsere Radsportlerin, unsere Turner, unsere Leichtathleten, naja, und viele andere mehr. Und jetzt sogar der Feuerwehrsport. Das ist ja, da bin ich auch Dezernent und da bin ich auch besonders stolz drauf. Die erfolgreichen Athletinnen und Athleten des Feuerwehrsports durften sich dann am gestrigen Abend auch in das Goldene Buch der Stadt Cottbus eintragen. Der Stadtsportbund freut sich über die weitere gute Zusammenarbeit zwischen dem neuen Geschäftsführer Sebastian Grote und der Stadt Cottbus. Als neuer Sportdezernent hat Thomas Bergner ein Auge auf die Bedarfe. Also als allererstes haben wir ja mal das Budget erhöht, was die Kosten, die laufenden Kosten für Energie und so weiter betrifft. Da hatten wir Annahmen getroffen, also wir nicht die Stadt, sondern die Vereine haben uns das mitgeteilt und dann kam es so, wie sie es beschrieben haben. Dann gab es diese Energiekostensteigerung, da haben wir reagiert. Da haben wir auf das Budget was draufgelegt und wir haben das am Anfang des Jahres nochmal getan. Also ganz einfach, um hier gerecht zu verteilen und dann auch keinen Verein in irgendwas zu schicken, das wegen der Energiekosten eine Insolvenz droht. Und dann haben wir noch andere Möglichkeiten. Es geht ja um, was die Hallennutzung, die Entgeltnutzung in den Hallen betrifft. Da wollen wir stabile Preise momentan. Denn wir können den Sportvereinen nicht zumuten, dass nach Corona und all den Preisen, die jetzt eine Rolle spielen, man auch nochmal die Entgelte für Hallennutzung erhöht. Da verteidigen wir momentan ganz fest diesen Standpunkt und das hilft schon den Vereinen. Gemeinsam blicken die Verantwortlichen positiv in die Zukunft. Denn auch in diesem Jahr sind zahlreiche wichtige Sportevents geplant. Darunter die beliebten Ostseesportspiele in Wilmersdorf. Das ist also sozusagen unser Highlight im Juni, die Ostseesportspiele. Es hat sich ja nun schon zum größten Sportevent in Cottbus in der Corona-Zeit auch entwickelt. Und wir wollen das ja weiter ausbauen. Also ganz viele sportliche Disziplinen, die dort gemacht werden können. Und es soll eben ein attraktives, mehrtägiges Sportfest sein. Und ja, da sind wir auf einem guten Weg. Und das wird sich auch dieses Jahr, denke ich mal, wieder gut präsentieren. Wir haben auch viele Unterstützer, die das machen, wieder auch auf dem Gelände in Wilmersdorf. Und ja, es entwickelt sich gut. Mit der breiten Beteiligung von 22% der Cottbusserinnen und Cottbusser ist der Stadtsportbund einer der aktivsten im Land Brandenburg. Und Cottbus gilt zu Recht als Sportstadt. Nicht zuletzt dank der breiten Unterstützung. Gemeinsam wird jetzt also das nächste große Event vorbereitet, die Ostseesportspiele im Juni. Das größte Sportfest der Stadt bietet für jeden etwas und egal ob im Verein oder als Freizeitmannschaft, bei dem breiten Angebot an Aktivitäten wird euch sicher nicht langweilig werden. Alle Sportbegeisterten und solchen, die es werden wollen, sei an dieser Stelle gesagt, der Stadtsportbund freut sich weiterhin über Nachwuchs in allen Bereichen.
Vom Sport zur Kunst, denn unsere Jüngsten waren wieder außerordentlich kreativ. Die Taschenmonster-Aktion in der Spreegalerie geht in die nächste heiße Phase. Noch bis morgen könnt ihr in der Mall für euer liebstes Monster abstimmen. Das ist gar nicht so leicht, denn es stehen knapp 1000 Motive zur Auswahl. Welches Monster am Ende der Publikumsliebling geworden ist, zeigt sich spätestens zum Center-Geburtstag am 6. Mai. Dann wird der oder die Gewinnerin ausgezeichnet. Wir bleiben bei kreativen Kindern, denn das Cottbusser Kindermusical macht sich momentan wieder auf große Reise zu entfernten Galaxien. Bei den Proben für das Stück Lara und das Weinen der Sterne waren wir dabei und zeigen euch hier einen Einblick. Ab dem 18.03. verwandelt sich das Konservatorium wieder in ein Raumschiff. Denn das Cottbusser Kindermusical präsentiert hier das Stück Lara und das Weinen der Sterne. Dieses thematisiert die Flucht der Menschen von der von Naturkatastrophen bedrohten Erde, die Suche nach einem neuen Paradies, Kriege und ein geraubtes Kind. Ja, also in dem Stück spiele ich die Hadera, das ist die Herrscherin der Erde, beziehungsweise von den Erdianern. Und es gibt ja die Sternianer, die auf dem Titan leben und halt uns Erdianer, die auf der Erde leben. Und ich bin sozusagen sauer auf die Sternianer, dass sie uns eben zurückgelassen haben, dass sie unsere Erde zerstört haben. Und demzufolge führe ich halt so eine Art Krieg gegen die und will halt die beiden Welten beherrschen. Ja, das ist so im Groben und Ganzen die Böse. Lara und das Weinen der Sterne bietet jede Menge Spannung. Es ist eine faszinierende Geschichte, die die Zuschauenden auf eine unvergessliche Reise mitnimmt und dabei Themen behandelt, die heute relevanter denn je sind. Man sollte keinen Krieg führen und eigentlich, so blöd wie es klingt, Kommunikation ist alles. Man sollte miteinander reden und das haben ja Hadera und Galaxa nicht gemacht oder generell, das hat ja dort niemand gemacht. Und man hätte die Dinge ganz, ganz anders klären können. Deswegen, also für mich ist es halt wirklich einfach miteinander reden und erst lieber Worte finden, anstatt direkt irgendwie zu kämpfen oder naja, gleich auf die bösen Dinge zurückzugreifen. Schwierige Zeiten überstehen und zusammenarbeiten wird hier groß geschrieben. Die Musik und die Lieder sind mitreißend und tragen dazu bei, die Geschichte noch intensiver zu erleben. Dabei werden Töne und Gesang im Einklang mit den tänzerischen Darbietungen zu einer beeindruckenden Choreografie vermischt. Hör die Musik und weiß, worum es geht in dem Stück. Und dann habe ich viele Ideen, die ich natürlich erstmal sortieren muss. Dann schaue ich, wen habe ich von den Tänzern zur Verfügung oder wer spielt auch die Hauptrolle. Was sind die Fähigkeiten, die Besonderheiten der Schüler? Und dann schreibe ich die Choreografien und probiere aus und teste ein bisschen. Man sagt, ich gehe ein bisschen schwanger damit, bis es dann wirklich aufs Papier kommt und dann zum Schluss in den Ballettsaal und in die Füße der Tänzer. Damit auch bei der Vorstellung nichts schiefläuft, wird hier weiterhin fleißig trainiert. Das Musical wird am 18.03. zum ersten Mal wieder gezeigt. Bis zum 2. April könnt ihr dann jeden Samstag und Sonntag in den Genuss des Cottbusser Kindermusicals kommen. Tickets bekommt ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Cottbus. Karten für das Cottbusser Kindermusical gibt es auch bei uns zu gewinnen. Wir verlosen 3x2 Freikarten für die Veranstaltung am Sonntag. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unter unserem Facebook-Post kommentieren, mit wem ihr gern zum Musical gehen wollt. Die Gewinner werden morgen Mittag ausgelost und dann von uns benachrichtigt. Auch morgen haben wir Theater im Programm. Am Samstag feiert das Ballett vom Neuen im Hier und Jetzt am Staatstheater Premiere. Wir haben uns bei den Proben von den zwei unterschiedlichen Choreografen begeistern lassen, die in drei Akten eine Bandbreite an tänzerischen Darstellungen bieten, die es so bisher am Staatstheater noch nicht gegeben hat. Den ganzen Beitrag seht ihr hier dann morgen bei uns. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Jetzt gleich im Anschluss kommt noch eine neue Folge von Augenblick mal. Bis dahin, tschüss. Trost. Was ist das eigentlich? Ein Kind kommt zu ihnen und erzählt tief bewegt, dass das Meerschweinchen krank geworden ist. Dass es beim Tierarzt war
und ganz schwach ist und nichts essen will, wie reagieren Sie denn dann ganz spontan? Sagen Sie, wird schon wieder, und tätscheln das Kind über den Kopf? Oder fragen Sie nach, was der Tierarzt alles gemacht und gesagt hat? Oder gehen Sie auf die Knie und öffnen die Arme ohne viele Worte? Und wie wäre es, wenn ein erwachsener Mensch Ihnen erzählte, dass die Mutti plötzlich ganz krank geworden ist und im Krankenhaus liegt? Die Untersuchungen sind in vollem Gange, aber noch sei alles ungewiss. Wie wäre da Ihre Reaktion? Kopf hoch, Kumpel, wird schon wieder. Oder würden Sie sich über alle Symptome informieren? Tipps geben zu Ärzten, zur Ernährung und zum Sport? Oder würden Sie nachfragen, wie es demjenigen damit geht, dass die Mutti so krank ist? Und dann zuhören. Wirklich zuhören. Ohne Tipps oder Vorschläge zum Besserfühlen oder Gesundwerden. Und wenn dann plötzlich Tränen wären oder Verzweiflung hervorbrechen würde, was dann? Da sein. Da bleiben. Vielleicht eine vorsichtige Berührung. Die Sprachlosigkeit und den Schmerz teilen. Das ist oft der größte Trost. Denn Trost kommt von Treue. Ach, Finanzierung geht auch. Geht auch. Ja, dann nehme ich den großen. Ostern bei Expert, ein Nest voller Angebote. Der mega scharfe 55 Zoll OLED-TV von LG für 1.399 Euro. Und die JBL Partybox, die echt Stimmung macht, für nur 279 Euro. Mehr Angebote im Prospekt, online oder im Markt. Empfohlen von Kai, deinem Techniknachbarn. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostseesportspiele 2023.
Wir lieben Küchen. Küchengeißler. Das Lieblingsküchenstudio der Lausitz.